Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Augsburg bei der Rocket Factory Augsburg und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, oder? Dann mal die Maske anziehen. Ich bin hier mit Ibrahim. Ibrahim hat mich eingeladen. Genau. Und Ibrahim zeigt mir jetzt die Rocket Factory. Genau. Herein in die gute Stube. Wir sind ja kürzlich erst hergezogen. Wir waren davor im Technologiezentrum Augsburg. Das war eine Art Inkubator für Startups. Sehr gut. Als Startup ist das super, weil du gehst rein, du hast Büroflächen, du hast die komplette Infrastruktur, du steckst das Kabel in die Dose, du hast Internet. Es ist alles super. Du kannst sofort loslegen, was wir auch gemacht haben. Die Sache war halt so, nach dem natürlichen Zyklus sind wir der ganzen Sache jetzt so ein bisschen entwachsen. Wir sind größer geworden, wir haben mehr Fläche gebraucht, auch mehr Fläche für Hardware hauptsächlich. Die Büroflächen waren zwar ausreichend, aber der Shopfloor war begrenzt. Super Setup drüben, aber es war zu klein für uns. Das heißt, der nächste Step war wirklich, ich sage mal, Rocket Factory Augsburg. In Augsburg sind wir, das ist abgehakt. Jetzt haben wir eine Fabrik, das heißt, Factory ist auch abgehakt. Der nächste Schritt ist Rocket, die Rakete, und daran arbeiten wir. Hier ist das Schöne, wir haben wirklich sehr viel Platz. Wir sind auch noch gerade dabei, viele Sachen noch auszubauen, weil es ist wie wenn du von einem Einzimmer-Apartment in ein Schloss ziehst. Du hast auf einmal so viel mehr Platz und da ist es, ja, da ist es manchmal schwierig zu sagen, wo tue ich das alles hin, wie nutze ich das aus? Und wir sind gerade dabei, die Kapazitäten auszubauen. Genau, ich kann euch gerne ein bisschen rumführen. Das ist hier der Lagerbereich. Ich würde sagen, ein wenig unspektakulär. Genau, ich muss so ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu sensitive Sachen zeige. Vielleicht von der weiten Entfernung. Juan arbeitet an einer Engine-Testbox. Das ist die nächste Testiteration, die wir nach Schweden schicken. Das ist gut, wir haben mehrere solche Boxen. Da schließen wir alles an, schicken das nach Schweden. Die bauen das da ein, sozusagen in den Teststand wird das reingeschoben, verbinden alle Leitungen und können lostesten. Das, was getestet wurde, kommt zurück. Wir analysieren die ganzen Materialien, die ganzen Komponenten und bauen ein neues Triebwerk ein, beziehungsweise neue Komponenten ein und schicken das wieder hoch. Das ist das Modell unseres Hauptstufenantriebs. Ein Biest mit gestufter Verbrennung, also eine Staged Combustion. Das ist unser Baby. Daran arbeiten wir gerade. Wir sind gerade mitten in einer Testkampagne, die seit Februar läuft in Schweden. Und da testen wir kaskadenartig Komponente über Komponente bis zum schlussendlichen Systemtest in den kommenden Wochen und Monaten. Und bis zum Ende des Jahres qualifizieren wir den Motor und dann ist der nächste Test, dass wir das nehmen und an den Tank festmachen. Sozusagen als komplettes Stage-Test, als Stufentest, wo dann die Propellants nicht aus externen Tanks kommen, sondern dass die Treibstoffe aus dem Treibstofftank gespeist werden. Und da geht es darum, um zu gucken, läuft das wie geplant, läuft das wie simuliert, wie schaut es aus mit den Drücken, können wir das wirklich so steuern, wie wir das möchten. Und das ist halt einfach testen. Das kann man nicht alles simulieren, das muss man wirklich testen. Und das ist so der Fahrplan für dieses Jahr. Genau. Wie ihr seht, es ist 18 Uhr, unsere Ingenieure sind immer noch fleißig. Ich zeige euch mal ein paar Teststände, die wir haben. Das Schöne an der Rocket Factory ist, wir arbeiten ja wirklich daran, dass alles Low-Cost ist. Und Low-Cost fängt nicht nur im Design an, sondern das geht über die ganze Operationsbandbreite, würde ich mal sagen. Wir haben zum Beispiel hier eine Vakuumkammer. Die haben wir gebraucht, erstanden. Kann man für ganz viel Geld neu kaufen. Kann man aber auch gut und günstig bekommen, grundreinigen und dann dementsprechend, wie man es braucht, ein bisschen aufpimpen, würde ich mal sagen. Genau, da testen wir Elektronikbauteile, weil die Sache ist ja so, dass die Rakete, beziehungsweise die zweite Stufe, die fliegt ja ins Vakuum und die dritte Stufe auch. Und da ist es so, dass bei Elektronikbauteilen man testen muss, wie die Wärmeableitung ist. Weil hier auf Meeresniveau hat man Luft, hat man Atmosphäre, das heißt, die Hitze, die in den Bauteilen erzeugt wird, kann durch Konvektion, also durch Luftmoleküle, kann die abtransportiert werden. So im Vakuum hat man das nicht, da hat man nur Strahlung. Das kann nur über Strahlung sozusagen abgegeben werden. Und da testen wir die Elektronikbauteile, wie sie im Vakuum arbeiten oder ob es da Probleme gibt. Genau, das testen wir in so einer Vakuumkammer. Das nennt man T-Vac-Test, Thermal and Vacuum Test. Genau, die meisten Teststände sind in Betrieb, sind gerade nicht da. Das ist ein gutes Zeichen. Genau, und das ganze spannende Zeug sitzt eh in Schweden. Die Sache ist, dass viele Sachen, die erhältlich sind, eigentlich overengineert sind. Das heißt, die haben eine viel größere Marge, wo sie arbeiten können.
was zum Beispiel auch Vakuum angeht. Nichtsdestotrotz muss man das auch testen. Man kann nicht sagen, ah, das wird klappen und das bauen wir jetzt ein. Das müssen wir testen und das ist so das, was wir hier machen. Dass wir Teile, die kommerziell erhältlich sind, dass wir das nehmen, je nach System, je nach Anwendungsfall ein bisschen verändern und dann testen. Wir kaufen keine Space-Rated-Komponenten, sondern wir machen das selber. Und dazu gehört halt auch ein Vakuumtest. Das sind unsere Stahldrume für die Hauptstufe, die bald kommt. Wir haben da ein Projekt mit der ESA, das ist das TSDS-Projekt, das war die erste Runde des Microlauncher-Wettbewerbs. Wir haben entschieden, dass wir einen Erststufendemonstrator bauen möchten und keine kleineren Systeme entwickeln, sondern wir wollen einen Demonstrator. Der wird ungefähr 15 Meter lang, vielleicht ein bisschen länger. Und das sind diese Domkappen. Die hat man beim Opening gesehen, dass da geschweißt wurde. Uns wirft nichts aus dem Schedule. Wir haben ein Schedule, wir halten uns an Schedule. Und wenn es ein Opening gibt, wird nebenbei weitergearbeitet. Genau, ich sage euch was kurz zu unserer zweiten Stufe, beziehungsweise die Oberstufe. Genau, das kommt vielen wahrscheinlich sehr bekannt vor, vor allem mit dem SN11-Test, SN10-Test von SpaceX. Es ist im Grunde sehr ähnlich. Und zwar haben wir uns sehr früh entschieden, dass wir das aus Edelstahl machen möchten und nicht aus Carbon. Zum Carbon-Teil komme ich gleich. Edelstahl hat sehr viele Vorteile. Manche mögen sagen, oh, das gab es doch schon in den 60ern. Ja, aber diesen Stahl dieser Qualität hat man da auch nicht gefunden. Außerdem hatte man in den 60ern diese Ballontanks. Das heißt, die konnten strukturell nur, ihre strukturelle Integrität nur halten, wenn sie bedrückt waren. Das hält auch ohne Druck. Das heißt, ich kann den aufstellen und der kollabiert nicht. Der Grund, warum wir Stahl nehmen, hat wieder mit dem Low-Cost-Gedanken zu tun. Und zwar ist es ein sehr spezieller Edelstahl. Und die Sache ist die, dass man, wenn man eine wiederverwendbare Rakete oder eine wiederverwendbare Stufe bauen möchte, kann man das mit Lithium-Aluminium machen, ähnlich wie SpaceX. Das Problem bei dem Material ist jedoch, dass man eine sehr starke Risspropagation hat. Das heißt, also nach jedem Flug ist es so, dass man da sehr schnell gucken muss, wie haben sich die Risse, die es natürlich gibt im Material, weiter verlängert. So, bei Edelstahl ist das Schöne, das kann man schweißen. Wenn ich da einen Riss habe oder ein Loch, kann ich das schweißen. Das heißt, für Re-Entry bzw. für die Wiederverwendung ist Edelstahl essentiell. Das macht das Ganze sehr günstig und auch sehr gut handhabbar. Außerdem der nächste Grund, warum wir das gemacht haben, Stefan hat ja was über den Kilogrammpreis gesagt. Und zwar, wir wollen ja pro Kilo nicht mehr als 1000 Euro ausgeben, wenn man das Gesamtsystem Rakete sieht. Wenn man sich Carbon anschaut, das war ja auch, die BFA war ja eigentlich auch aus Carbon geplant und viele andere sagen, oh, Carbon ist super. Kann man so nicht stehen lassen. Macht Sinn bis zu einer gewissen Größe, wie zum Beispiel der Electron. Das ist so ungefähr das Maximalgröße, was man aus Carbon bauen kann, wo es noch wirtschaftlich Sinn macht. Mit Carbon ist es so, in dem Moment, in dem ich einen bedrückten Behälter habe, wird es bei Carbon sehr schwierig. Man hat Angstlagen, man muss neue Liner reinbauen. Das Ganze wird dicker und technisch komplizierter. So, und wenn man auch noch mit flüssigem Sauerstoff hantiert, muss man aufpassen, dass da kein flüssiger Sauerstoff in die Carbonfasern reinkommt, weil sonst entzündet sich das sofort. So, gut, Carbon, alles gut, ist eine super Technologie, auch im Leichtbau. Wie schon gesagt, bei Druck wird das Ganze dicker und wenn man sich Materialien anschaut, die man dafür verwenden kann, hat man A, sehr viel Verschnitt, bis zu 30%. Dann kommt noch ein Hartsystem dazu. Das Ganze muss nochmal in den Autoklaven rein. Das heißt, Druck und Temperatur, das sind wieder Kosten, weil so einen großen Autoklaven findet man auch nicht überall. Und dann hat man sofort einen Kilogrammpreis von 300 bis 400 Euro pro Kilogramm. Hier ist man zwischen 5 und 10 Euro pro Kilogramm. Das ist der Unterschied. Und das ist austenitischer Stahl, das heißt, das ist Stahl, das bei tiefkalten Temperaturen, die auch bei uns vorherrschen mit flüssigem Sauerstoff, das wird sehr fest. Die Zugfestigkeit nimmt enorm zu bei tiefkalten Temperaturen. Das heißt im Endeffekt, ich kann sehr dünn werden. Und dann gleicht sich das schon mit dem Gewicht zwischen einem dicken Carbontank und einem dünnen Stahltank, gleicht sich das einigermaßen aus. Und wenn man dann den Kostenpunkt mit reinnimmt, dann macht eigentlich nur Stahl Sinn. Das ist aus zwei großen Stahlplatten hergestellt, die man zusammenschweißt und dann bearbeitet. Wir haben uns sehr lang nach Großformaten umgesehen, wo man das aus einem Stück machen kann. Das macht aber wirtschaftlich keinen Sinn.
Die Dome kaufen wir auf dem freien Markt. Die sind relativ günstig. Aber in dem Moment, in dem man sagt, man möchte es custom haben, man möchte es aus einem Großformat haben, dann muss man sich A, dieses Großformat von einem Stahlwerk kaufen und B, muss man dann die Verarbeitung ein bisschen verändern. Das heißt, man ist wieder aus diesem industriellen Setup weg und dann kostet es wieder extrem viel. Dann macht das wirtschaftlich wieder keinen Sinn. Deswegen nehmen wir das, so wie es in der Industrie hergestellt wird. Und ja, die Sache mit der Schweißnaht ist ja eine eigene Anekdote. Wir haben hier ein paar Böden, also Stahldome, die wir als Benchmark bestellt haben. Man sieht hier sehr schön die Schweißnaht. Und bei der Qualifizierung von so einem Dom ist es notwendig, dass man aus verschiedenen Bereichen Zugfestigkeitsproben macht, um zu gucken, wie wird sich das im Betrieb verhalten. Das heißt, man schneidet hier ein Segment raus, macht Dogbones, macht Zugfestigkeitsproben und natürlich auch von der Schweißnaht, die ja eine, wie soll ich sagen, natürliche Schwachstelle ist. So, gut, wir haben so einen Dom bekommen, das war in meiner Anfangszeit und wir haben die Schweißnaht nicht gefunden. Das Bauteil war so perfekt geschliffen, dass wir keine Schweißnaht gefunden haben. Selbst nach einer Woche nicht. Wir haben Röntgenbilder angefordert, die kamen dann. Die Schweißnaht sah im Röntgenbild super aus. Wir konnten sie aber nicht zuordnen, wo das sein soll. Dann wurde die erste Rocket Factory Engineering Challenge ausgerufen, wo es darum ging, wer findet die Schweißnaht? Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, ich bin promovierter Chemiker und da dachte ich mir, der Stahl, den man als Füller benutzt, ist meistens ein anderer, meistens ein bisschen härterer Stahl. Das sollte sich eigentlich ein bisschen anders verhalten, wenn man das chemisch behandelt. Also bin ich in der Mittagspause zu einer Werkstatt gefahren, habe mir Batteriesäure gekauft, was ja konzentrierte Schwefelsäure ist, und habe den Tank hier und da ein bisschen angetupft, um zu gucken, wo die Schweißnaht ist. Bin zum Mittagessen, kam zurück und man hat wunderbar die Schweißnaht gesehen und dann konnten wir weitermachen mit den Zuschnitten und das war dann die erste Rocket Factory Engineering Challenge, die der Projektmanager gewonnen hatte. Okay. Hatten wir bisher nur zweimal, eigentlich nur einmal, das war das erste Mal, als wir keine gefunden haben. Der zweite war eigentlich der kryogene Test von unserem Tank. Da haben wir auch eine Challenge ausgerufen, beziehungsweise haben wir gesagt, dafür gibt es auch eine Belohnung. Damals war die Belohnung Kastenbier. Das war noch schön, das war noch vor Corona-Zeiten und da haben wir das zusammen gefeiert, als kleines Teambuilding-Event. Das ist das 3D-Drucklabor. Da haben wir unseren 3D-Drucker und die Powder Recuperation-Anlage. Da geht es darum, klar, erstmal die Antriebsteile zu drucken. Und das Schöne ist, kann ich hier mal zeigen, wenn wir das von der Seite aus sehen, das ist ungefähr der Düsenhals. Das heißt, das wiegt so ungefähr um die 5-6 Kilo. Und von der Größe her passt das perfekt in diese Pulverbettkammer rein. Das heißt, wir können alle Antriebsteile komplett in einer Kammer in einem 3D-Drucker drucken. Das Schöne am 3D-Drucken ist, wir kriegen schöne filigrane Strukturen hin, die sonst sehr arbeitsintensiv händisch gemacht werden muss. Das kriegen wir hier wunderbar automatisiert hin. Und der 3D-Druck macht sehr viel Sinn, wenn man Sachen entwickelt. Weil man baut ein Modell am Computer, liest das mit dem 3D-Drucker ein, druckt ein Bauteil und kann dann sofort testen. Und wenn man merkt, die Kühlkanäle sind zwar gut verlegt, aber ich habe während dem Testen irgendwo eine Konzentration an Hitze, dann ist es sehr einfach, man geht zurück ans CAD-Modell, verlegt die Kühlkanäle ein bisschen anders, druckt das aus und testet das. Man kann sehr viel simulieren, aber die Realität schaut manchmal doch ein bisschen anders aus. Deswegen führt kein Weg am Testen vorbei und durch einen 3D-Drucker kann man diese Iterationszyklen sehr schnell machen. So eine Brennkammer drucken wir an einem Tag. Ich glaube, wir haben das innerhalb von vier bis fünf Tagen können wir eine komplette, sagen wir mal, Mixing Head, Combustion Chamber und Düsenhals drucken. Genau. Und das Schöne ist halt später, wenn man in die Produktion geht, bei einem 3D-Drucker ist es halt sehr gut skalierbar. Ne, wenn man sagt, okay, ich möchte 200 Engines pro Jahr bauen, dann macht man das nicht mit einem Drucker, man hat da mehrere. Das Schöne ist aber, das kann man wunderbar skalieren. Das heißt, wenn ich denselben Drucker habe, dasselbe Pulver und dasselbe Programm hochlade, dann kommt auch dasselbe Ergebnis raus. Das heißt, ich muss einfach nur mehr 3D-Drucker kaufen und kann die Produktion skalieren.
Genau, ich habe hier vorhin so ein bisschen über Carbon hergezogen. Das trifft nur auf bedrückte Kammern, bedrückte Vessels zu. Da, wo wir keinen inneren Druck haben, macht CFK, macht Carbon natürlich Sinn. Es ist leichter und in diesen Zwischenstufen, Interstages, da sind hauptsächlich Kabel verlegt, also Kabelbäume, Sachen vom Drucksystem, solche Sachen, die nicht unter Druck stehen. Da macht das Sinn, wenn man das günstig herstellen kann. Und wir stellen das günstig her, indem wir Automotive-Grade Composite nehmen, also Material, was für den Autobau bestimmt ist und nicht für die Luftfahrt. Das für die Luftfahrt ist sehr teuer. Und was wir machen ist, dass wir Materialien nehmen, die man sonst im Automobilbau verwendet, was sehr viel günstiger ist als Materialien für die Luftfahrt, mit denen auch Passagiere in Passagierflugzeugen geflogen werden natürlich. Das ist eine andere Geschichte. Und da ist es so, dass wir das selber herstellen. Das machen wir auch mit einem Out-of-Autoclave-Process. Das machen wir nur in einem Ofen. Das heißt, ich brauche keinen Autoklaven, was sehr teuer ist in der Größe, sondern man kann das mit einem herkömmlichen Industrieofen, würde ich jetzt mal sagen, machen, die natürlich für solche Sachen ausgelegt sind, da sie aber bei Normaldruck arbeiten, sehr günstig sind im Vergleich zu Autoklaven. So, was wir da machen ist, dass wir das selber verlegen und Kompressionstests unterwerfen. Das heißt, wir gucken, wie die Kompression ist, wie das Biegemoment ist und da nehmen wir Industriematerialien, die wirklich sehr günstig sind. Macht bei unbedrückten Systemen Sinn, als Tank unserer Meinung nach nicht. Dir verdanke ich meinen Aufenthalt hier in der Rocket Factory. Du hast mich angeschrieben, total großartig, mal drei ganz, ganz tolle Tage. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hergekommen bist, aus Hamburg. Ganz, ganz doll gespannt, wann es soweit ist und freue mich drauf und werde es ja, auf jeden Fall verfolgen und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, würde ich sagen. Auf jeden Fall, hat mich sehr gefreut. Ja, immer schön senkrecht bleiben. Ja.